Liebe Leute, und damit meine ich sowohl die Menschen in Europa als auch die Politiker, habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Die Amerikaner haben keine Freunde. Wenn überhaupt, haben die Amerikaner Handelspartner. Und diese Handelspartner sind nichts anderes wie die damaligen Handelspartner der Römer oder der Spanier oder der Engländer. Es sind halt Barbaren. Denn alles, was kein Amerikaner ist, ist weder in der Lage, demokratisch zu sein, noch ein Mensch. Sonst würden die Amerikaner sich nicht so benehmen, als hielten sie uns für Barbaren. Und genau das ist der Hintergrund. Eine gespielte, schleimige Menschlichkeit der Amerikaner in den Verhandlungen des TTTTI. Auf jeden Fall Scheiße, die sie uns an den Hals hängen wollen. Liebe Politiker, wenn ihr nicht wollt, dass ihr von der eigenen Bevölkerung gelyncht werdet, und vielleicht habt ihr sogar noch vorher die Möglichkeit, den Schuhen, die hochgehalten werden, auszuweichen. Wenn ihr also dies wollt, dann begreift und zeigt endlich, dass weder Europäer noch die ganzen anderen friedliebenden Länder auf diesem Planeten keine Barbaren sind, sondern die einzigen Barbaren auf diesem Planeten, die Amerikaner. Denn diejenigen, die von sich behaupten, demokratisch zu sein, sind von der Demokratie inzwischen so weit entfernt wie ein Kernkraftwerk von einer sauberen Energie. Schönen guten Abend.